Servus miteinander. Ich stehe hier auf dem Rathausplatz in Töging und hinter mir bereiten sich gerade alle auf dem Einzug ins Töginger Volksfest vor. Denn heute ist es soweit, das Volksfest startet und Allround TV ist natürlich für Sie wieder dabei. Schauen wir mal. Ja, es ist ja so, dass das Töginger Volksfest jedes Jahr ein bisschen anders ist. Allein deswegen, weil die Hütte, die der Schmitzep aufbaut, jedes Jahr anders ist. Ja. Schaut ein bisschen anders aus, also die Anordnung ist ein bisschen andere, mit der Folge, dass auch die Anordnung am Platz ein bisschen andere ist. Aber das Wichtigste, wir haben die Attraktionen, die wir die letzten Jahre auch gehabt haben, sind auch wieder vertreten. Wir haben wieder einen Autoscooter, wir haben wieder Hupferl, wir haben wieder Kinderkarussell, wir haben natürlich das Bierzelt bzw. die Bierhütte und wir haben auch wieder die Partyhütte von den Häfingern, also es ist für alle was geboten. Ja, die aktuelle Lage ist jetzt nicht ganz so einfach, aber ich möchte gar nicht lange über Politik reden, weil wir haben ein Volksfest vor uns. Und ich gehe mal davon aus, dass du heute auch privat und als Gast da bist. Ich bin privat hier und ich bin natürlich sehr gerne hier, auch wenn die Gesamtsituation, das ist vollkommen richtig angesprochen worden, momentan nicht ganz einfach ist. Viele Krisen suchen uns heim. Und ich glaube, umso mehr haben die Leute eine unheimliche Sehnsucht danach, jetzt den Sommer zu genießen, die Möglichkeit, sich auch im Freien aufhalten zu können, zu genießen. Und was gibt es Schöneres als die Volksfeste in Bayern? Und gerade das traditionelle Volksfest hier in Töging ist ein besonders schönes Volksfest, das mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Leidenschaft organisiert wird. Und deswegen bin ich persönlich natürlich sehr gerne hier. Du würdest sagen, das perfekte Wetter für den Einzug heute? Ja, auf alle Fälle, weil die Herzen strahlen. Man sieht es ja, alle grinsen, alle lachen, stehen alle im Schatten, sind gut gelaunt. Und jetzt ziehen wir los und man hört es ja schon, Spielmannszug macht schon Auftakt. Also es geht los, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns vor allem aufs Bier. Gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall später noch. Ich würde sagen, los geht's. Ich stehe hier jetzt ganz vorne am Auszug und ich habe hier den... Leon. Ja, du darfst dieses schwere Ding halten. Ich stelle mich mal ganz blöd. Was ist denn das? Der Schellenbaum, aber es geht jetzt auch los. Ach so, ja, dann halte ich die nicht länger auf. Schmeckt denn das Bier? Schmeckt erstklassig. Wie gewohnt, Hellbräubier ist einfach ein Triumph und schmeckt wirklich gigantisch. Und das Anzapfen hat sich ja auch gerade voll sehen lassen, oder nicht? Ja, ich habe ja nur passiv mitgewirkt. Der Erfolg gebührt dem Bürgermeister, der es dieses Mal in 3 Schlägen geschafft hat. Und ich habe da immer einen Riesenrespekt. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Töginger Volksfests, jetzt ist Ozapft. Auf geht's für die tollen Tage in Töging. Packen wir's. Alles Gute und schaut's runter zur Werkstraße. Kommt alle aufs Töginger Volksfest. Woo! Auf geht's. Jetzt ist es endlich soweit. Töginger Volksfest. Der Einzug war ja schon wunderschön, oder nicht? Er war mit der Corona-Pause tatsächlich ein Eröffnung des Volksfestes wieder ein schönes Erlebnis. Man sieht einfach, dass das die Menschheit und einfach braucht, dieses Zusammensein und auch in der Feuerwehr, die Kameradschaft ist sehr, sehr wichtig, das Zusammenhalt. Florian, wo bist du her? Aus Madrid. Der Florian aus Madrid? Ursprünglich aus Töging natürlich. Also jetzt können wir schon mal festhalten, du bist wahrscheinlich der am weitest gereiste Gast.
Das ist wahrscheinlich, ja. Kann gut sein. Ja. Aber jetzt muss man doch mal erklären, du bist da aus Madrid und kommst nach Töging aufs Volksfest. Ja, logisch, klar, wenn man schon da ist, dann muss man natürlich auch das Tügginger Volksfest besuchen, oder? Aber jetzt muss ich auch mal fragen, was hast denn du die letzten 2 Jahre gemacht, wo kein Tügginger Volksfest war? Ja gut, da ist, war ja die Reiserei so und so nicht so weit her. Also man war ja dann meistens in Madrid und bin dann nicht weggeflogen. Dann. Was gibt es denn in Madrid? Gibt es auch so Volksfeste oder sowas ähnliches? Ja, es gibt übrigens ein Oktoberfest in Madrid, genau. Das wird ja in viele Orte auf der Welt kopiert, aber Tügginger Volksfest halt nicht. Okay. Das würdest du so unterschreiben, dass dieses Jahr eine ganz besondere Euphorie auf dem Festplatz herrscht, oder nicht? Die sehe ich genauso und es werde so bleiben bis Ende des Volksfests und die Zeit genießen wir. Gut, oder? Dann, ich stimme dem absolut zu. Also Tögginger, bitte komm zu uns. Morgen, warte mal ganz kurz noch. Morgen hat der FC Tögging sein erstes Heimspiel, 14.30 Uhr, Beil- und Demmelhuber Stadion am Wasserschloss. Gut, bis dann. Wir haben vor 2017, war das erste Mal, dass es kein Volksfest in Tögging gegeben hat. Und dann haben wir uns als Faschingsverein gedacht, das kann nicht sein. Und haben dann in Häfing draußen die Häfinger Wiesen veranstaltet. Und so haben wir das dann erst mal 2015 gemacht, bis 2017, 3 Jahre. Dann haben wir da unten das erste Volksfest, haben wir da die Alm dann machen dürfen. Ja, sauschön. Und jetzt steht sie endlich wieder nach 2 oder 3 Jahren Pause. Das ist ja für dich auch wunderschön, endlich mal wieder. Ja, natürlich haben wir uns alle gefreut, dass es jetzt wieder losgeht und freuen uns auf das Tögginger Volksfest. Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Und hast du eine Empfehlung für mich? Wenn man zu euch kommt, was soll man trinken? Ich muss jetzt fast an Straße auch nicht zu Liebe Gosmaus sagen. Muss der Gosmaus trinken bei uns. Das ist die gut. Ist mit Liebe gemacht. Vielen Dank, schön zu hören. Dann lasse ich dich jetzt wieder weiterziehen, danke. Aber danke fürs Gespräch. Danke, euch viel Spaß noch.